I'll handle things from here on. Huhu, Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Ghost Runner. Ja, eigentlich so ein spontanes Projekt von mir. Ich habe mich erst gestern dazu entschieden, das zu machen und heute kommt sofort das Let's Play. Das liegt nämlich daran, denn wir haben ja unsere letzten paar Projekte alle hinter uns gebracht und abgeschlossen. Und bis die nächsten großen Knaller kommen, dauert es halt noch ein kleines bisschen. Also ich meine, ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass es bei mir auf dem Channel natürlich Assassin's Creed Valhalla und auch Cyberpunk zu sehen gibt, wenn das dann rauskommt. Aber bis dahin ist es halt noch ein kleines bisschen Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich muss mir jetzt irgendwas suchen, womit ich das, womit ich die Zeit überbrücken kann. Und da bin ich zufällig auf Ghost Runner gestoßen. Das ist auch erst jetzt die letzten Tage rausgekommen, am 27.10. Also passt ganz gut. Und denkt jetzt aber nicht, dass das nur so ein 0815 Überbrückungsspiel ist. Denn ich habe es mir dann natürlich auch ein bisschen angeguckt und muss sagen, das hat mich echt überzeugt. Also selbst wenn ich jetzt nicht gezielt ein Überbrückungsspiel gesucht hätte, wäre das definitiv ein Kandidat für ein richtiges, normales Let's Play geworden. Und ich meine, so wird es jetzt natürlich auch. Das Spiel ist nicht ultra lang, es ist auch kein Vollpreisspiel, aber es sieht nach einem echt spaßigen Spiel aus. Also ihr habt es gerade auch schon im Intro gesehen. Das war ja ziemlich cool. Und ihr spielt in so einer Art Cyberpunk-Welt. Von daher passt es natürlich auch, denn wir warten ja sozusagen auf den Release von Cyberpunk. Und das stimmt uns jetzt schon mal so ein kleines bisschen darauf ein, denn das spielt genau in so einer Zukunft, einer zukünftigen dystopischen Welt. Ich frage mich, was bei Cyberpunk, warum das ausgerechnet immer irgendwas mit Samurai oder Ninjas zu tun haben muss. Denn ich meine, bei Cyberpunk 2077, der eine Typ heißt auch Samurai und hier sehen wir jetzt auch schon im Hintergrundbild, der Typ läuft mit einem Katana rum, irgendeinem modernen, also irgendwie scheint das so zusammenzugehören. Ich drücke mal eine beliebige Taste und dann werden wir auch gleich direkt mal losspielen. Es ist so eine Art Jump and Run, also hier ist sehr viel so auf Parkour. Es erinnert meiner Meinung nach, wenn ihr es gleich seht, so ein bisschen an Mirror's Edge. Also viel mit Parkour und Rumspringen und sowas. Dann ist es natürlich ein ziemliches Slasher-Spiel, weil man alles mit seinem Katana zerslashern muss. Aber man muss halt auch ein bisschen aufpassen, Geschicklichkeit beweisen. Also es ist ein ganz, ganz interessantes Spielprinzip im Prinzip. Ich habe jetzt selber das noch nicht komplett gesehen und habe auch nur bisher Level 1 gespielt. Also es wird ziemlich schnell blind werden, dieses Let's Play. Das gucken wir uns dann natürlich an. Es ist von 3D Realms entwickelt, die kennt man beispielsweise noch von ganz früher, die hießen mal Apogee und haben die Duke Nukem und Commander Keen Spiele gemacht und dann halt auch sowas dann in neuerer Version Duke Nukem 3D und sowas. Und gepublished wurde das Ganze von 505 Games, die haben zum Beispiel auch Control rausgebracht. Naja, außerdem auch noch ein ganz besonderes Augenmerk in diesem Spiel, glaube ich, ist die Musik. Denn die wird hier in dem Spiel die ganze Zeit präsent sein. Die ist ziemlich cool, ist so ein richtiger Kopfnicker. Also im Prinzip, während man das spielt, will man die ganze Zeit mit der Musik mitgehen. Die hat also eine ganz, ganz besondere Stellung hier in diesem Spiel. Von daher freue ich mich schon echt drauf. Wie gesagt, auch weil ich selbst noch nicht so viel davon gesehen habe und es tatsächlich sogar wirklich mehr zu sein scheint als einfach nur so ein 0815 Überbrückungsspiel, was ich jetzt raushau. Also ich erwarte mir jetzt schon ein bisschen was von und bin auch froh, dass ich da jetzt so ein Spiel gefunden habe. Und wir gucken einfach mal rein. Ich mache ein neues Spiel natürlich. Wie gesagt, Level 1 habe ich schon gespielt. Aber ja, wir werden sehen, wie es läuft. Wir haben im Intro gesehen, wie uns der Arm abgerissen wurde. They are already looking for you. Und da sind wir auch schon im Spiel. Relax. Your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate only your basic protocols from in here. It'll have to suffice for now. Ja, also irgendjemand redet mit uns, Flüsterer im Kopf. Wir wissen auch nicht so richtig, was die Story ist. Wir scheinen irgendein Auftragskiller zu sein. Und wir sollten da diese Octopus-Lady killen anscheinend. Oder diesen Mann beschützen, den wir auf so einem Bild gesehen haben. Wissen wir nicht.
Und die hat uns aber fertig gemacht und die schien auch irgendwie Kontrolle über uns zu haben mit so einer Fernbedienung und hat uns auch einen Arm abgerissen. Naja, und jetzt sind wir hier und müssen halt hier gegen irgendwelche Cyberpunk-artigen Gangtypen kämpfen. Wir sehen, wir können uns mit WASD bewegen, die Welt sieht ziemlich cool aus. Und unten haben wir auch einen Timer, wie lang das Level schon geht und wie viel Tode wir haben. Denn das hier ist halt so ein Spiel, das macht man nicht First Try. Also es ist darauf ausgelegt, dass man an bestimmte Situationen immer wieder neu rangeht. So ein bisschen vergleichbar mit Kaizo Mario World. Nicht so schwer, aber dass man halt schon regelmäßig stirbt und sich überlegen muss, wie gehe ich pro Kampf an den Kampf ran sozusagen. Weil jeder einzelne Treffer, einmal getroffen werden, heißt sofort tot. Aber dafür gibt es auch nach jedem Kampf sofort einen Checkpoint. Also man muss nicht immer alles wiederholen. Das ist halt darauf ausgelegt, dass man halt von Rätsel zu Rätsel geht und dafür immer ein paar Tries braucht. Also so ist dieses Spiel gedacht. Darum gibt es halt unten auch einen Death-Counter sozusagen. Also wir können springen, wie ihr seht. Wir können sogar auch rutschen. So über den Boden rutschen können wir. Wir können halt schlagen. Und sonst können wir bisher noch nicht viel. Also gut. Und ihr seht, es sieht halt wirklich Cyberpunk-mäßig aus hier. Parts. Okay. Das finde ich auch cool, dass hier überall so... Okay, die Schlüsselmeisterin hat gesiegt und der Aufstand ist erledigt. Keine Ahnung, was das heißt. Springen an eine Oberfläche, um an der Wand entlang zu laufen. Also ihr seht, wir können ja auch Wallruns machen. Okay. This is bad. You'll have to fight your way out of here. Jetzt sind auch noch die Leute hinter uns her. Es regnet auch die ganze Zeit und ihr seht auch den Regen so auf dem Bildschirm so entlang laufen. Das ist auch ziemlich cool. Also es ist visuell, finde ich, sehr ansprechend und sehr cool. Und auch irgendwie atmosphärisch bisher, so die ganze Welt. Finde ich sehr nice. So, drücke links, um anzugreifen. Okay, dann machen wir das mal. Oh. Und ich habe ja am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen Slasher-mäßig. Also ihr seht, man kann hier wirklich auch Leute zertrennen und es ist blutig und so. Aber ich glaube, das kann sehr cool werden, das Spiel. Und ihr merkt auch schon die Musik, die ist die ganze Zeit präsent. Es läuft die ganze Zeit Musik und die ist auch eigentlich ganz cool. Und zwischendurch redet dann einfach mal so einer mit uns. So. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. So, jetzt können wir auch einen kleinen, so einen Boost nach vorne machen. So, zack. Use acceleration while in the air. Drücke Shift in die Luft, um weiter zu springen, ja. So, genau. The trespasser is in the air ducts. Careful now. They'll be waiting for you. So, läuft aber sehr ganz gut. Sensorischer Boost aktiviert. Okay. Focus. Konzentrier dich. So, und jetzt können wir mit Shift in der Luft den sensorischen Boost aktivieren und dann mit einem Schuss ausweichen. Und dann zu ihm hin sprinten und direkt töten. Oder? Also auch selbst die Kämpfe. Also auch selbst die Kämpfe hier sind halt darauf ausgelegt, dass das alles cool aussieht. Okay. Aber ist echt schön hier, oder? Also mir gefällt es echt gut. Also das stimmt einen so richtig. Oh, das stimmt einen so richtig auf Cyberpunk ein, finde ich. Und dann seht ihr, jetzt ist auch sozusagen, sobald dieser Kampf zu Ende ist, ist jetzt sofort ein Checkpoint da. Also es wurde jetzt gespeichert, das heißt, wenn ich jetzt sterbe, muss ich den Kampf nicht nochmal machen. Aber ich muss alle drei Typen am Stück töten, weil sonst ist man tot und man macht sofort ein Reset. Also es dauert auch nicht lang, man muss nicht extra in Ladebildschirm, sondern wirklich einfach die Stelle sofort neu versuchen. Das ist halt ganz interessant hier an dem Spiel. Okay. Slide to gain speed. Okay. Da ist einer. Nein, und da seht ihr, jetzt wurde ich erwischt. Steht sofort kritischer Fehler und dann neu starten. Und dann seht ihr, bin ich sofort wieder da. Also darauf ist auch das Spiel ausgelegt, dass das so ein bisschen Trial and Error ist. Dass man erstens Geschicklichkeit beweisen muss und sich zweitens auch überlegen muss, wie gehe ich überhaupt an so einen Kampf ran? Also wie kann ich den nutzen,
weil man darf wirklich kein einziges Mal getroffen werden. Und danach ist dann aber auch sofort gespeichert. Und dieser Flüsterer, der ist halt wie gesagt auf unserer Seite und ist anscheinend irgendwie in einem Gefängnis und die wissen aber, dass der uns hilft und jetzt wollen die das Gefängnis aufbrechen. Das finde ich irgendwie komisch. Ich meine, wenn das deren dem seine Gefängniswärter sind, wieso müssen die dann das Gefängnis erst aufbrechen? Keine Ahnung. Oh, das sah aber cool lila aus. Was war denn das? Warum war das ja gerade so lila? Achso, das war nur die Pfütze hier, oder was? Okay. Nein! Okay. Abgeschmiert. Vielleicht hätte ich da noch in der Luft boosten sollen oder so. Okay, jetzt hat's geklappt. Dome on lockdown. So, jetzt müssen wir wieder kämpfen. Wow, ich habe irgendwie den Schuss geblockt oder so, kann das sein? Oh, Mist. All tenants are to remain in their homes. Ey, den habe ich wieder geblockt. Jetzt habe ich den gar nicht getötet. Ich habe das Gefühl, ich habe den Schuss irgendwie geblockt von dem. Yes. Lockdown lifted. Go. Los. Na, dann machen wir go. Oh, jetzt ist aber die Musik weg. Das heißt, wir haben es aber auch, glaube ich, geschafft. Genau, so weit habe ich gespielt. Das ist das erste Level. Also ihr seht, ist echt cool, macht Bock. Und es gibt insgesamt 17 Stück. Also es ist auch nicht übertrieben lang, dieses Spiel. Von daher denke ich, ist das wirklich ein gutes Spiel zum Überbrücken. Aber wir haben anscheinend nicht, also man kann, so wie es aussieht, auch Sachen sammeln. Also ihr seht hier Artefakte, Tonaufnahmen und Schwerter. Man kann anscheinend auch noch andere Schwerter bekommen. Haben wir jetzt hier nicht gefunden, aber gut, machen wir fortfahren. Erste Level hat auf jeden Fall schon mal mega Bock gemacht. Und generell, das Spiel macht echt Spaß. Und ich glaube, so wie das Spiel aufgebaut ist und wie sich das spielt, können aus diesem Spiel, glaube ich, echt mega geile Speedruns und sowas entstehen, glaube ich. Also ich glaube, die Speedruns zu diesem Spiel, die werden mega cool. Nee, kein Problem. Open your eyes. Okay. Drücke rechts, um den Greifpunkt zu gelangen. Okay, jetzt ist wirklich jetzt alles komplett blind. Das habe ich noch gar nicht gespielt hier. Okay, jetzt muss ich auch wirklich alles nutzen, was ich bisher gelernt habe. Okay. Das ist auch cool, dass das hier so richtig auch. Wie gesagt, das ist auch zusätzlich noch so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Das ist auch nice. Nein, okay. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, das Spiel. Yes! Haha! Okay, gut. Sehr cool. Macht wirklich Bock. Kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier sogar auch mal ein Collectible. Was haben wir da bekommen? Neuen Gegenstand. Drücke E. Was ist das hier? Propaganda-Flyer. Gegenstand untersuchen. Higher Production Spread Satisfaction. Tausende von ihnen werden immer noch in der Basis verteilt. Aber nach 20 Jahren glaubt niemand mehr an die glorreiche Zeit, die Schlüsselmeisterin verspricht. Ah, das ist so ein uraltes Propagandading. Anscheinend ist die Schlüsselmeisterin so eine Art, keine Ahnung, Anführerin oder so. Und hier hat damals diese Propaganda-Flyer für Produktion, für Arbeit und sowas rausgegeben. Erinnert so ein bisschen so an die kommunistische Propaganda, muss ich ehrlich sagen. So mit Arbeiterbewegung und so. Und das Proletariat und was weiß ich, was da alles gab. Aber das ist anscheinend schon 20 Jahre her. Aber flackt halt immer noch überall rum. Okay. Ja. Genau. So. Prisoner Termination Protocol initiated. Uiuiui, wie hab ich den denn noch erwischt?
Oh, da ist noch einer. Nein. Scheiße, da liege ich irgendwie komplett fest jetzt gerade. Es hat nicht so geklappt, wie ich das wollte. Nein! Oh nein! Oh, nice. Hat irgendwie klappt das manchmal. Oh, der hat mich voll erwischt, scheiße. Okay, aber das macht Bock. Das ist echt bockig. Ach so ist das gedacht. Okay, verstehe. Yes. Extremely high. Okay. Bedrohungsstufe des Gefangenen. Extrem hoch, okay. Ja. Drücken. Prisoner released. Kann er nicht loslassen, oder was? Free at last. Pleasure to meet you. Face to face, that is. Now, let's take a look inside. This may feel a little strange. Ja, schön. War das jetzt das zweite Level, oder was? Nee, was nicht. Welcome to Cyber Void. Time to fix you up. You can talk here, by the way. Who are you? You can call me Architect. Who am I? You're a Ghost Runner. Number 74, to be precise. That will have to do for now. Your physical body is vulnerable. Time runs slower here, but we should still hurry. Just keep moving. I will take care of your recalibration. Okay, also wir haben gerade den Architekten kennengelernt. Wir sind jetzt irgendwie im Cyber Void. Das scheint so eine Art Computerprogramm zu sein oder so. Wir sind ein Ghost Runner und er will uns rekalibrieren. Und ja, irgendwie müssen wir jetzt machen, was der sagt. Aber gut, warum nicht? Also, wer das Spiel übrigens auch will, ihr findet auch in der Videobeschreibung jetzt übrigens auch Reflinks von mir. Werdet ihr in Zukunft immer unter aktuellen Videos und so werdet ihr auch immer direkt einen Reflink finden zu dem entsprechenden Spiel. Das heißt, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt und eh vorhabt, das Spiel zu kaufen, könnt ihr es ja über den Link in der Videobeschreibung machen. Das wäre sehr cool. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch einfach mein Let's Play gucken. Dann erfahrt ihr ja auch alles über das Spiel. Also, starten wir mal. So, hier kann man anscheinend einfach laufen. Gut. Das zählt jetzt anscheinend alles noch zu Level 2, denke ich mal. Und wir scheinen so eine Art Mischung aus Mensch und Maschine zu sein. Und jetzt sind wir halt gerade in unserem, ich tippe jetzt einfach mal drauf, Maschinengehirn oder so. In unserem Programm, wo wir rumlaufen können. Sieht ein bisschen nach Minecraft aus hier, finde ich, aber gut. Aber wir können aber nicht sprinten, sehe ich gerade. Others like me. A fall. You've been cast down from Dharma City to the base district. It's a miracle to survive a fall like that, even for someone like you. A ghost runner. Yes. You are bodyguards, peacekeepers, arbitrators, and anything else we needed you to be. You tried to stop the coup. Okay, also anscheinend bin ich so eine Art Lieber-Typ, der halt zum Beschützen eigentlich da ist. Aber wir sind irgendwie, und das ist ja auch das Besondere in so Cyberpunk-Spielen, dass die Stadt immer in so verschiedene Distrikte aufgeteilt ist. So oben über den Wolken wohnen die Superreiche und ganz unten auf dem Boden sind so die Slums. Und wir sind irgendwie runtergeworfen worden zu den Slums nach unten. Und es gab irgendeinen Putsch, ich denke mal von dieser Schlüsselmeisterin gab es einen Putsch. Die hat sich letztendlich durchgesetzt. Und wir wollten den aufhalten, aber haben es nicht geschafft. Okay, was haben wir hier? Okay, er sagt gar nichts dazu. Wir wurden einfach weiter teleportiert. Oh, jetzt müssen wir sogar auch springen. Also wir haben jetzt hier, wie ihr seht, auch richtige Platforming-Passagen. Das ist also auch wie so eine Art Jump and Run hier alles. There was a woman. The name is Mara, or the Keymaster, as she calls herself now. 20 years ago, she stood against me. It was you I was trying to save. You failed. I died.
my body did anyway. Thanks to the precautions I had taken, I'm still here. Although this form has its limitations. Are you an AI? You could say that. You could also say Dharma Tower is a skyscraper. Technically correct. Okay, also, jetzt haben wir es im Prinzip schon gehört. Also, sie hat diesen Putsch gemacht. Wir sollten ihn beschützen, den Architekten. Haben wir nicht geschafft. Er ist gestorben, aber sein Bewusstsein ist noch in einem Computer vorhanden und die Schlüsselmeisterin ist jetzt die Böse. Also, und die heißt eigentlich Mara. Also, war jetzt nicht so, so. Hat jetzt nicht das ganze Spiel gedauert, um die Story rauszufinden. Finde ich auch mal ganz angenehm zwischendurch. Was ist die Tower, denn? Humanity's Home. A megastructure that once housed a million. It had been under my care since its creation. Almost a century ago, I served the people, kept them safe, maintained the shelter I provided. But Mara had her own plan. She became the sole ruler of Dharma Tower, ruining what I've built, bringing us back to the verge of extinction. Ja, okay, ja, es ist auch keine so außergewöhnliche Story. Und hier haben wir anscheinend ganz viele Ghostrunner, also es ist wie so eine Art... Oh. Ist sozusagen wie die Terrakotta-Armee, die ganzen Ghostrunner, die eigentlich zum Schutz da sind. Na, guckt mal, und das sind doch die beiden, die auch auf dem Foto waren. Anscheinend kann das jetzt sein, das finden wir vielleicht jetzt in der ersten Folge schon raus, was der Reveal am Ende des Spiels ist, dass die Schlüsselmeisterin Mara eigentlich die Frau vom Architekten ist, weil die waren ja auch im Intro auf diesem Foto zusammen und sie war durchgestrichen und hat auch den Typen umgebracht oder irgendwie so. Kann das sein, dass die eigentlich verheiratet waren? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Oh. War auch gut. Ist vielleicht... Oh, guck mal, da haben wir schon was. Das holen wir uns natürlich. Wenn das irgendein Item ist, holen wir uns das. Oder ist einfach der Schlüssel, den wir jetzt so was wie eine Schlüsselkarte, den wir brauchen, um weiterzukommen. Ah ja, das öffnet einfach nur da hinten was. Okay, also man muss... Das ist einfach nur ganz normale, wie es auch in anderen Spielen ist, die Schlüsselkarte sozusagen oder der Schlüssel... um weiterzukommen. Okay. Was war nochmal auf rechter Maustaste? Achso, genau, an diese Dinger rangrabben. Der Grappling-Hook war auf der rechten Maustaste. Ich frage mich, ob dieses Rutschen wirklich was bringt, auch um Attacken auszuweichen, weil das scheint so langsam zu sein. Ich habe das Gefühl, man schafft nur mit diesem Sprint, diesem kurzen Sprint und dem langsam machen, nur damit. Oh, it's perfectly normal. It's you that has become incompatible. The incompetent prepares you were subjected to made you divergent. You no longer function like a ghost runner is supposed to. But who changed that? Who repaired me? That would be the climbers. A group of rebels that tried to oppose Mara. Where are they? Dead, I'm afraid. They'd been killed before I managed to contact you. But there's no time to worry about them now. We're almost done here. Press on. Okay, also anscheinend ist das aus dem Intro, dieser Kampf gegen Mara aus dem Intro und dann der Sturz danach, das schien nicht beides direkt hintereinander zu sein, also unmittelbar. Es scheint wirklich Zeit vergangen zu sein zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen dem Anfang des Spiels und der Cutscene am Anfang, dass halt Mara... dass wir noch repariert worden sind und es eine Rebellion gab und wir jetzt erst wieder aufgewacht sind, aber uns an nichts mehr erinnern können oder irgendwie sowas. Das scheint alles neu zu sein. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den Sprung schaffe. Okay, wow. Okay, er grappelt auch manchmal, er grappelt sich einfach so an. How did she manage to win? I was stabbed in the back. We both were, you and I. Who was she? Was? A dear friend. A trusted partner. Brilliant scientist. Who is she now, is the question you should be asking. And you wouldn't like the answer. No one among the people of Dharma Tower would. Okay, anscheinend ist doch noch irgendein krasser Reveal über die muss noch kommen, dass er uns jetzt nicht Bescheid sagen will, wer sie eigentlich ist. Okay. I need more answers. And you will get them. For now, trust me. The Keymaster is your enemy and a tyrant. Okay, ich meine, klar, wäre ja auch komisch, wenn wir direkt schon in der allerersten Folge des Spiels komplett alles erfahren würden, wie die Story ist und wie alles zusammenhängt. Okay.
Aber das hier soll jetzt helfen, uns zu so rekalibrieren, oder? Wie sieht das aus? Ist auf jeden Fall ganz cool hier mit den Sprungeinlagen. Das gefällt mir. Oh. Ich habe Angst, dass ich ein bisschen zu schnell bin, aber passt eigentlich immer. Und hüpf. What do you want me to do? Kill Mara, of course. To be able to do that, you'll have to relearn a few things and jetzt kämpfen, oder was? Tweak your performance. But first, jump. We need to get back. And it's much quicker this way. Okay, jetzt müssen wir springen. Spring steht einfach nur oben im Quest. Na gut, wenn er das sagt, dann machen wir das. Geronimo! Ghost Runner! Okay, ah, das war dann Level 2. Okay, alles klar. Haben wir auch geschafft. Ja, sehr cool. Fortfahren. Und hier haben wir auch wieder ein Artefakt anscheinend nicht gefunden. Okay, anscheinend muss man sich echt gut umgucken, aber darauf achten wir jetzt nicht. Wir wollen das Spiel spielen. Ich glaube, dass die ganzen Collectibles und so hier richtig krass sind in dem Spiel. Das ist nichts, was man einfach mal eben so nebenbei findet, wenn man sich einfach gut umguckt, sondern man muss, glaube ich, schon wirklich richtig auch in, keine Ahnung, nicht unbedingt out of bounds, aber so krasse Sachen machen, um überhaupt an dieses Secret zu kommen. Und darum werden wir jetzt nicht übertrieben drauf achten. Obwohl doch, wir haben noch ein Artefakt eingesammelt. Darum ist hier vielleicht auch weiß hinterlegt, kann sein. Doch, wir haben ja eine Sache bekommen. Naja, machen wir mal fortfahren. Okay, neue Verbesserungen erhalten. Ghost Runner Subsystem Kalibrierungspanel. Das ist das Ghost Runner Subsystem Kalibrierungspanel oder kurz GRSKP. Hier kannst du deine Fähigkeiten und Parameter so einrichten, wie du es brauchst. Das SKP verfügt über Plätze für Booster-Module. Booster-Module. Jedes Booster-Modul im Panel gewährt dir einen Bonus auf eine deiner Eigenschaften oder verbessert eine Fähigkeit. Booster-Module. Du kannst die Booster-Module im Panel beliebig anordnen. Sie können jederzeit neu angeordnet werden, also experimentiere ruhig herum. Durch Verbesserung deiner Verbindung mit dem Cyber Void schaltest du fortgeschrittenere Module und weitere SKP-Plätze frei. Okay, was haben wir jetzt hier? Ach, guck mal, da haben wir hier links Sprintabwehrkarte. Was heißt denn das? Sammelbare Objekte werden auf dem Radar angezeigt und Gegner werden zur besseren Sichtbarkeit umrandet. Okay, was können wir jetzt damit machen? Was können wir jetzt nehmen und können wir es woanders hinpacken? Ja, keine Ahnung. Und hier haben wir Abwehr zurück. Vom Schwert getroffene Projektile werden zurück zum Schießenden geschleudert. Zielen erforderlich. Okay. Und Sprint erhält eine weitere Aufladung. Ja gut, aber was können wir denn jetzt damit machen? Wie können wir das jetzt anordnen oder ändern? Oder? Gut, vielleicht können wir das auch noch gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann natürlich sein. Aber warum haben die auch so eine komische Form? Kann man die noch irgendwie drehen? Ach doch, da, hier, Platz, warte mal, Platz. Nee, drehen. Hä, warum geht denn das jetzt nicht? Ah doch, jetzt hier, guck mal. Und was bringt das? Vor allem, das dreht sich ja immer wieder zurück. Was bringt denn das dann? Okay, das checke ich ehrlich gesagt nicht. Ja, das macht jetzt für mich nicht so mega Sinn unbedingt. Aber gut, vielleicht macht das auch mehr Sinn, wenn wir dann auch mal wirklich andere Upgrades noch bekommen zusätzlich und uns irgendwie verbessern können. Arsenal haben wir momentan halt das Katana Saisuken. Ist das Einzige, was wir auswählen können. Und im Codex haben wir halt diesen gefundenen Propaganda-Flyer. Da gibt es anscheinend auch noch Tonaufnahmen, die man auch sammeln kann. Okay, aber gut, können wir, denke ich, jetzt gerade aktuell nichts machen. Das macht irgendwie keinen Sinn hier gerade. Darum gehen wir mal zurück. So, jetzt sind wir im neuen Level. Drücken können wir hier nichts. Our first stop is one of the few remaining Cyber Void mainframes, located in an old mining tower. We can use it to correct the corrupted parts of your code and hopefully restore your more sophisticated functions. Hopefully. There's no guarantee the data will be intact, but we'll cross that bridge when we come to it. Hmm.
Okay, also wir müssen jetzt irgendwie zum Cybervoid-Zentralrechner, um unsere Funktion wiederherzustellen, weil wie gesagt, ich glaube, zwischen dem Intro und jetzt dem Spiel liegt halt eine gewisse Zeit und wir sind ziemlich kaputt. Und das müssen wir jetzt erstmal machen und rausfinden. Und hier geht's anscheinend hoch. Oh ja, das sieht schon sehr interessant aus. Ich bin auf jeden Fall schon echt gespannt. Schade, dass hier gerade keine Musik ist. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar, vor allem was ihr von dem Spiel haltet. Habt ihr schon was von dem Spiel gesehen? Freut ihr euch auf das Spiel? Wie findet ihr das bereits bisher? Also ich bin schon echt gespannt und ich glaube, das wird ein echt cooles Spiel, was wie gesagt, glaube ich, sogar mehr ist oder besser ist als nur wirklich so ein 0815 Überbrückungsspiel, um ein bisschen Zeit totzuschlagen. Naja, ich bin schon echt gespannt und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.